Moin Moin und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich möchte euch heute ein Video zeigen, wie man einen eigenen Sound bei TikTok erstellen kann, den man dann selbst für seine Videos benutzen kann oder den auch andere gern verwenden können. Hier seht ihr übrigens mal meinen TikTok-Account. Wenn ihr möchtet, könnt ihr mir natürlich auch gern hier einmal folgen. Ja, wir legen los. Ich zeige euch jetzt, wie man den Sound erstellt. Das funktioniert eigentlich relativ einfach. Dazu geht ihr hier unten erstmal auf das Plus. Und ja, ich habe das Ganze schon vorbereitet. Ihr habt jetzt aber auch die Möglichkeit, dass ihr jetzt auf Kamera geht und dort einfach selbst ja, ein Kurzvideo aufnimmt, wo ihr den Sound selber erstellt, zum Beispiel, wenn ihr was sprechen möchtet. Ihr könnt aber jetzt auch zum Beispiel, wenn ihr ein Lied gesungen habt oder ihr habt irgendwie einen Sound als Datei, könnt ihr den verwenden. Und das mache ich jetzt einmal. Dazu wähle ich hier dieses Kurzvideo einmal aus und hört mal hin. So erstellt man einen Sound. So erstellt man einen Sound. Und ja, hier habe ich jetzt schon mal einen Sound erstellt und jetzt gehen wir einfach mal weiter. Und jetzt ist es ganz wichtig, wenn wir das veröffentlichen, dass wir hier den Punkt nur du kannst diesen Beitrag sehen anwählen, damit das jetzt nicht öffentlich gestellt wird, sonst könnte da den einen oder anderen Follower von euch vielleicht verschrecken. Und jetzt geht ihr hier auf Veröffentlichen. Wir bestätigen jetzt nochmal, dass nur ich das sehen kann. Und dann laden wir das kurz einmal hoch, dauert einen Augenblick. Und da könnt ihr das sehen, jetzt ist es hochgeladen. Und dann gehen wir hier auf unseren Schloss, das ist quasi der Bereich, wo nur unsere privaten Sachen drin sind. Und jetzt klicken wir hier in unser Video rein. So erstellt man einen Sound. Hier hört ihr das Ganze nochmal. So erstellt man einen. Können wir hier drauf gehen und können jetzt auf Sound benutzen gehen. Hier seht ihr mich einmal, hallo, und dann könnt ihr jetzt zum Beispiel auch irgendwo, ja, nehmen wir einfach mal diese Datei hier benutzen und dann hört ihr das Ganze schon. So erstellt man einen Sound. So erstellt und könnt man jetzt das Video weiter Sound hochladen, könnt dem Ganzen hier Hashtags geben und dann denkt daran, dass er das natürlich wieder auf alle einstellt, so dass es jeder sehen kann. Und dann, wenn ihr jetzt auf Veröffentlichen klickt, habt ihr ein Video mit eurem eigenen Sound erstellt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, noch weitergeholfen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert gerne hier meinen YouTube-Kanal und dann sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dahin.